Hallo bei TechStage. Mit dem Mate 9 bringt Huawei in diesen Tagen sein neues Flaggschiff-Phablet auf den Markt. Wir haben das Gerät seit ungefähr 2 Wochen im Einsatz. Was das 700 Euro teure 5,9 Zoll Device in der Praxis taugt, das verrät euch dieser Testbericht. Bleibt dran! Wie seine Vorgänger fühlt sich das Huawei Mate 9 an, als könne man Häuser daraus bauen. Das aus Aluminium gefertigte Telefon ist extrem verwindungssteif und macht mit den perfekten Spaltmaßen einen hochwertig verarbeiteten Eindruck. Die polierten Fräskanten zwischen der Rückseite und den Seiten des Telefons sorgen nicht nur für einen interessanten optischen Effekt, sondern fühlen sich auch in der Hand erfreulich rund und sanft an. Das kann allerdings die Tatsache nicht relativieren, dass es sich bei dem Mate 9 einfach um einen ganz schönen Brocken handelt. Das Telefon im 5,9 Zoll Format bringt nämlich stattliche 190 Gramm auf die Waage und passt in die Taschen etlicher Jeans mit seinen 15,7 x 7,9 cm nur gerade noch so hinein. Ob seiner Größe wirkt das Telefon dafür auch mit 7,9 mm Dicke noch relativ schlank. Beim Display-zu-Oberfläche-Verhältnis trickst der Hersteller ein wenig mit einem schwarzen Rahmen, der zwischen dem Display und der Einfassung auf der Vorderseite liegt. Dabei hätte das Huawei Mate 9 mit einem Display-Anteil von 77,5% auf der Vorderseite solche Schönfärbereien eigentlich gar nicht nötig. Neben unserem Testgerät mit silberner Rückseite und weißer Front gibt es das Mate 9 auch mit grauer Rückseite und schwarzer Front. Schade finde ich dann noch, dass das Mate 9 weder wasserdicht ist, noch ein richtiges Gorilla-Glas oder gleichwertiges mitbringt. Stattdessen gibt's auf dem Display eine Folie. Wer schon einmal ein Mate der vergangenen Generationen in den Fingern hatte, wird sich beim neuesten Modell sofort zurechtfinden. Auf der rechten Gehäuseseite sind die einzigen mechanischen Bedienelemente untergebracht. Ein Ausschalter und Lautstärkewippe wirken solide und überzeugen mit guten Druckpunkten. Die 3 Android-Buttons für Zurück, Home und Task-Switcher bringt Huawei auf dem Display unter. Auf der Rückseite gibt es schließlich noch einen Fingerabdruckleser, der sich mit dem Zeigefinger sehr bequem bedienen lässt. Leider ist dieser im Gegensatz zum Sensor des Honor 8 nicht drückbar und es lassen sich auch nicht verschiedene Funktionen für unterschiedliche Finger registrieren. Schade. Dafür unterstützt das Mate 9 aber Gesten, die der Nutzer mit dem Knöchel auf das Display zeichnet. Ein C startet dann beispielsweise die Kamera oder ein E den Chrome-Browser. Außerdem lassen sich so auch Screenshots einfangen, indem man einfach einen abzufotografierenden Bereich mit dem Knöchel auf das Display malt. Schließlich bietet das Telefon dann auch noch Stereo-Lautsprecher mit einem erfreulich vollen Klang. Lautsprecher Nummer 1 sitzt in der Hörmuschel, Nummer 2 hinter dem rechten Grill, hier auf der Unterseite neben dem USB-C-Anschluss, der leider noch nicht den USB 3.0-Standard unterstützt. Oben auf dem Mate 9 gibt es schließlich noch eine 3,5 mm Klinkenbuchse und eine Infrarot-LED. Jetzt kommen wir zum dominanten Element auf der Vorderseite, nämlich dem Display. Das 5,9 Zoll große LCD-Panel löst Full HD mit 1920x1080 Pixeln auf und bietet damit eine Pixeldichte von rund 373 ppi. Für den alltäglichen Einsatz ist das absolut ausreichend. Ein Unterschied zu QHD-Panels ist nur im direkten Seite-an-Seite-Vergleich zu einem entsprechend ausgerüsteten Telefon erkennbar. Einzig für Virtual-Reality-Anwendungen dürfte ein Mehr an Pixeln noch wirklich Sinn ergeben. Die Farbwiedergabe ist dennoch kräftig und akkurat und wer möchte, kann im Display die Farbtemperatur an seine eigenen Vorstellungen anpassen. Außerdem gibt es auch noch einen Nachtmodus, der die Blautöne aus der Anzeige herausdreht und die Helligkeit auf bis zu 5 Nit dimmt. Das soll einerseits die Augen schonen und andererseits den anschließenden Schlaf verbessern. Dieses Displayverhalten lässt sich auch mit einem Zeitplan steuern. Mit maximal gemessenen gut 550 Candela pro Quadratmeter ist das Display außerdem ordentlich hell und auch in grellen Umgebungen noch gut abzulesen. Bei voller Helligkeit haben wir einen Kontrast von 1382:1 gemessen, bei halber Helligkeit kommen wir auf 1418:1, was erfreulich nah an der Herstellerangabe von 1500:1 liegt. Das blickwinkelstabile Display ist mit einer maximalen Helligkeitsabweichung von 9% von Bildecke zu Bildecke so gleichmäßig ausgeleuchtet, dass sich mit bloßem Auge keine Unregelmäßigkeiten erkennen ließen. Jetzt kommen wir zu einem der Hauptausstattungsmerkmale, nämlich der in Zusammenarbeit mit Leica entstandenen Doppelkamera auf der Rückseite des Smartphones. Hier findet sich einmal der gleiche bildstabilisierte RGB-Sensor mit 12 Megapixeln, wie er auch im Huawei P9 steckt. Dazu gibt es nun aber einen 20 Megapixel Schwarz-Weiß-Sensor ohne Bayer-Maske, der ebenfalls eine Brennweite von 27 mm im Kleinbild-Äquivalent und ein Öffnungsverhältnis von f2,2 hat. Der nun höher auflösende Schwarz-Weiß-Chip soll unter anderem einen weit
weitgehend verlustfreien zweifachen digitalen Zoom ermöglichen. Logisch, es sind ja auch zusätzliche Details vorhanden, um das 12-Megapixel-Farbfoto beim Hineinzoomen mit Helligkeitsinformationen zu unterfüttern. Nur die Farbinformationen müssen dann noch interpoliert werden, was jedoch eben nur die Farbauflösung, nicht aber die Bildschärfe beeinflusst. Weiterhin gibt es beim Mate 9 auch noch die Möglichkeit, den Fotos eine künstliche Tiefenunschärfe zu verpassen. Dabei nutzt Huawei den Versatz der beiden Kameras, um eine Tiefenkarte zu errechnen und so Hintergrund, Motiv und Vordergrund voneinander zu differenzieren. Per Fingertipp bestimmt der Nutzer, welche Bildbereiche dann scharf gestellt werden sollen. Mit einem virtuellen Öffnungsverhältnis lässt sich die Intensität des Effekts anpassen, bei sehr geringer Schärfentiefe, also bei sehr weit geöffneter Blende. Da wirkt der Effekt jedoch schnell künstlich und es treten Fehler auf. Das Rauschverhalten der Kamera finde ich persönlich sehr ordentlich. Die Detailwiedergabe ist bei ISO 50 und ISO 100 sehr gut. Bei ISO 200 wird ein erstes Gegensteuern der Rauschunterdrückung gegen das Luminanzrauschen sichtbar. In den ersten Feinheiten, beispielsweise bei Haaren, sind Detailverluste dann sichtbar, wenn man ins Bild hineinzoomt. Bei ISO 400 macht sich dieser Effekt schließlich auch bei ungezoomter Betrachtung bemerkbar. Positiv finde ich, dass die Schärfe bis ISO 1600 einigermaßen stabil bleibt. Bis einschließlich ISO 800 nimmt das Rauschen zwar langsam und stetig zu, doch die Farbwiedergabe bleibt sehr stabil. Bei ISO 1600 schließlich beginnt das Mate 9 mit Nachdruck gegen das Farbrauschen des kleinen Bildsensors bzw. der beiden kleinen Bildsensoren dagegen zu steuern und die Fotos wirken deutlich fahler, was sich bei der maximalen Empfindlichkeit von ISO 3200 noch weiter verstärkt. Die Mühe mit dem RAW-Format für ein besseres Rauschverhalten lohnt sich hier jedoch kaum, denn für die RAW-Fotos wird, so meine Vermutung, ausschließlich das Material der 12-Megapixel RGB-Kamera verwendet. Im JPEG-Modus vergrößert das Mate 9 jedoch quasi die Sensorfläche durch Zuhilfenahme des 20-Megapixel-Schwarz-Weiß-Chips, was für beachtlich saubere Fotos sorgt. Ich habe mit Camera Raw jedenfalls kein besseres Ergebnis erzielen können. Zwei Sensoren sind halt einfach besser als einer. Wo sich die Mühe mit dem RAW-Format dann allerdings lohnt, das sind Fotos von sehr kontrastreichen Motiven. Hier lassen sich in über- und unterbelichteten Bildbereichen noch viele Informationen wiederherstellen. Die HDR-Funktion übrigens hält nur dunkle Bildbereiche ein wenig auf und ist damit relativ wirkungsarm. Weiterhin steht in dunklen Umgebungen auch noch ein Dual-LED-Blitz zur Verfügung, der die Farbtemperatur des ausgestrahlten Lichts an das Umgebungslicht anpassen kann. Dadurch gelingt es, bei Fotos mit Blitz die vorhandene Lichtstimmung zu erhalten. Der Autofokus des Huawei Mate 9 arbeitet flott und in den allermeisten Fällen auch zuverlässig. Zum Fokussieren nutzt die Kamera neben Kontrast- und Phasenvergleichsautofokus auch einen Laser-Autofokus und den Versatz der beiden Kameras zueinander. Im Videomodus dann stemmt das Huawei Mate 9 4K-Auflösung. Die Aufnahmen werden dabei im H264-Nachfolger HEVC kodiert, auch bekannt als Überraschung H.265. Das hilft beim Speichersparen, bringt aber auch Nachteile mit sich. Aktuell unterstützt YouTube wie auch viele andere Programme diesen Codec nicht. Damit muss man die Aufnahmen vor dem Upload umkodieren. Wer sich die Mühe macht, wird jedoch mit erfreulich detaillierten Videos belohnt, die zumindest bei Tageslicht gegenüber Full HD noch einmal ein Detailplus bieten. Allerdings dürfte in der Regel bei Betrachtung auf kleinen Displays die Full-HD-Option mehr Sinn ergeben. Der Qualitätsunterschied ist hier nämlich nicht allzu signifikant und im Full-HD-Modus steht einfach ein effektiver elektronischer Bildstabilisator zur Verfügung, der auch im Gehen gefilmte Clips aussehen lässt wie vom Schwebestativ. Allerdings sind bei mir in etlichen Clips dann Probleme mit einem seltsamen Fokusflimmern aufgetreten. Dann steht auch noch eine Zeitlupenfunktion zur Verfügung. Bei Full HD gibt es wahlweise 60 oder 120 FPS, bei 1280x27 Pixeln sogar 240 Bilder pro Sekunde. Das entspricht einer 2-, 4- bzw. 8-fachen Zeitlupe. Gegenüber den Nicht-Zeitlupen-Aufnahmen ist die Qualität natürlich niedriger, aber durchaus noch brauchbar. Der Klang der Videoaufnahmen ist allgemein übrigens erfreulich klar. Die Frontkamera zu guter Letzt bietet 8 Megapixel und einen Autofokus. Einen Blitz auf der Vorderseite gibt es nicht. Dafür schaltet das Mate 9 in dunklen Umgebungen aber das Display ein, um als Blitz zu fungieren. Bei Tageslicht ist die Qualität der Fotos erstaunlich gut. Bei schwachen Lichtverhältnissen hat die rückseitige Kamera dann aber merklich die Nase vorne. Auf dem Mate 9 kommt bereits Android in Version 7.0 zum Einsatz. Über der neuesten Iteration von Googles Mobilbetriebssystem liegt die Emotion UI in der neuesten Version 5.0. Die für die Huawei-Oberfläche typische Einschränkung des fehlenden App-Drawers ist nun Geschichte. Dieser lässt sich in den Einstellungen nun auf Wunsch aktivieren. Hier fällt positiv auf, dass das System ab Werk vergleichsweise wenig vollgemüllt ist.
Das User-Interface von Huawei gefällt mir persönlich schon immer sehr gut und schlägt erfolgreich die Brücke zwischen ansprechendem Design, gutem Funktionsumfang und Nutzerfreundlichkeit. Huawei zufolge lassen sich nun 90% der Menüpunkte innerhalb von 3 Schritten erreichen. Allerdings ärgert mich persönlich die Statusleiste von der eMotion UI 5.0, die Notifications nicht mehr anhand von Symbolen darstellt, sondern nur noch die Zahl der eingegangenen Benachrichtigungen anzeigt. Das lässt sich leider in den Optionen auch nicht umstellen, sondern nur komplett abschalten. Klar ist das eine Kleinigkeit, aber irgendwie trotzdem nervig. In Sachen Geschwindigkeit lässt das Huawei Mate 9 keine Wünsche offen. Der Kirin 960 mit jeweils 2,4 GHz schnellen ARM Cortex A73 Kernen und 4 1,8 GHz schnellen A53 Kernen lässt Android 7.0 nur so dahinfliegen. Laut Huawei soll das auch so bleiben. Das Telefon ist nämlich mit einem sogenannten Non-Aging File System ausgestattet, das keinen Alterungsprozess durchlaufen und mit der Zeit immer langsamer werden soll. Ob das funktioniert, wird jedoch erst ein Langzeittest zeigen können. Was wir heute schon sagen können, das Smartphone ist wirklich schnell. Apps starten quasi verzögerungsfrei und während des Testzeitraums bin ich auf keinerlei Performance-Probleme gestoßen. Neben dem Octa-Core-Chip tun sicherlich die 4 GB 1866 MHz schnellen LPDDR4 RAMs mit UFS 2.0 Support ihr Übriges dazu. Im AnTuTu-Benchmark erreicht das Mate 9 solide 112.798 Punkte. Im Geekbench 4 bleibt der Zeiger erst bei 5827 Multicore und 1920 Single-Core-Punkten stehen. Bei der Grafikleistung soll die neue Mali G71 Octa-Core GPU gegenüber dem Kirin 950 für eine Leistungssteigerung von 130% sorgen. Außerdem wird mit Android 7.0 auch die Vulkan Engine unterstützt, was bei entsprechend ausgelegten Spielen wie dem hier zu sehenden Vainglory für eine eindrucksvolle und flüssige Grafikdarstellung sorgt. In Deutschland kommt das Mate 9 nur in einer einzigen Speicherversion in den Handel, die neben den 4 GB RAM satte 64 GB Flash-Speicher mitbringt. Das Betriebssystem belegt gut 11 GB, sodass 53 GB für Apps, Fotos, Videos und Co. zur Verfügung stehen. Wird der Speicherplatz dann doch einmal knapp, lässt er sich mit einer bis zu 2 TB großen MicroSD-Karte erweitern. Alternativ findet in einem Schublädchen aber auch eine zweite SIM-Karte Platz. Ein weiteres Highlight ist der Akku. Der 4000 mAh starke Stromspeicher legt eine wirklich beeindruckende Leistung hin. Ich habe einmal 2 Tage Akkuverhalten protokolliert. Am Mittwoch um 16.01 Uhr ist das Smartphone bei 2% Restkapazität ausgegangen und ich habe es an das mitgelieferte Supercharge-Ladegerät gehängt. 15 Minuten später war der Akku bereits auf 25%. Nach 30 Minuten war die 50%-Marke bereits gefallen und genau eine Stunde nach dem Anstecken waren 83% getankt. Für die letzten 17% hat sich das Telefon dann allerdings noch einmal 1 Stunde und 12 Minuten genehmigt. Positiv fällt hier übrigens auf, dass das Telefon während des Ladevorgangs überhaupt nicht heiß wird. Der Hersteller gibt eine Ladeeffizienz von 98% an, was gegenüber Qualcomms Quick Charge 3.0 eine Steigerung von 8% bedeuten soll. Um 18.13 Uhr habe ich das Telefon dann abgesteckt. Die 50%-Marke war bei durchaus intensiver Nutzung erst am nächsten Tag um 15.09 Uhr erreicht. Also ungefähr 21 Stunden später. Am Folgetag um 10.30 Uhr morgens kam dann bei 10% Restakku die Aufladewarnung. Genau 2 Stunden später habe ich das Telefon dann während eines Telefonats bei 3% Restkapazität an das mitgelieferte und übrigens ganz schön dicke Supercharge-Ladegerät gehängt. Apropos Lieferumfang, neben dem Telefon und dem Netzteil mitsamt USB-C-Kabel ist hier auch ein Adapter von Micro-USB auf USB-C enthalten. Das finde ich sehr lobenswert, da die frisch gebackenen Mate 9 Nutzer so noch ein altes Kabel weiter nutzen können, beispielsweise das im Auto. Schließlich stecken hier dann auch noch eine Schutzhülle aus transparentem Kunststoff sowie dieses Headset hier im Karton, das mit dem recht durchschnittlichen Klang die Wertung vorhanden bekommt. Schließlich sind dann noch die üblichen Funkstandards wie Bluetooth 4.1, WLAN nach 802.11ac und NFC an Bord. Das Cat 12 LTE klingt mit Down- und Upload-Geschwindigkeiten von 600 respektive 100 Mbit pro Sekunde natürlich super spektakulär, bringt die theoretisch mögliche Leistung hierzulande aber längst nicht auf die Straße. Das gilt auch für das im Kirin 960 integrierte Embedded Secure Element, kurz ESE für mobile Bezahlanwendungen und für Wi-Fi-Calling. Das Feature wird vom Mate 9 ebenfalls unterstützt, aber auch hier laufen aktuell noch die Verhandlungen mit den hiesigen Providern. Letztendlich bleibt also zu sagen, dass Huawei mit dem Mate 9 ein richtig tolles Phablet an den Start gebracht hat, das sich auch hinter einem Note 7 nicht unbedingt hätte verstecken müssen. Kamera, Betriebssystem und Hardware sind auf richtig hohem Niveau und auch das Display hat nur auf dem Papier den Anschluss zur absoluten Oberklasse verpasst. Das Panel
Das Panel gefällt mir nämlich richtig gut und den Unterschied zwischen Full HD und den QHD-Konkurrenten sieht man nur im direkten Vergleich nebeneinander. Da finde ich es schon schade, dass ja über dem Display hier eine Display-Schutzfolie klebt und einfach kein richtig hochwertiges Glas wie beispielsweise Gorilla Glass zum Einsatz kommt. Und im Jahr 2016, da hätte ich mir auch ein wasserdichtes Gehäuse erwartet. Aber auf solche Features muss ich dann wohl noch bis zum nächsten Modell warten.